Hallo liebe Sportfreunde zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Bei mir habe ich jetzt Steffen Franke, Trainer der zweiten Frauenmannschaft vom SV Grün-Weiß Schwerin. Ihr habt heute ein wichtiges Spiel gegen den SV Warnemünde. Das Pokalspiel gegen Warnemünde habt ihr unglücklich verloren. Ein paar, zwei, drei Worte dazu. Ja, also das stimmt schon. Eher war es eine verdiente Niederlage. Wir haben aber aus diesem Spiel viel für die Liga mitnehmen können. Wir haben viele Fehler aufarbeiten können, wo wir uns jetzt besser darauf einstellen konnten. Für die restliche Zeit der Liga, gerade was in dem Folgespiel gegen Stralsund gut zu sehen war. Und ich denke auch, dass wir viel für das heutige Spiel auch gelernt haben, um eben halt diese Fehler abzustellen, um jetzt in der Liga das wichtige Ziel zu erreichen. Gegen Stralsund gewonnen, wir waren dabei. Aber gegen Pädagogik Rostock im letzten Spiel 24-22 verloren. Ist das nochmal so ein Aufwecker? Ich hoffe. Also ich hoffe, dass es wirklich ein Aufwecker ist für die Mädels auch, dass sie jetzt in den letzten beiden Spielen ernst genug reingehen, dass sie die gewisse Anspannung haben, die gewisse Ernsthaftigkeit, den Gegner, vernünftig auf den Gegner sich einzustellen, unabhängig von meiner Einstellung. Das zählt ja auch mal die persönliche Einstellung dazu. Ich hoffe, dass es nochmal ein richtiger Warnschuss zur rechten Zeit kam. Ihr seid ja zurzeit auf Tabellenplatz 1. Drei Punkte fehlen euch noch, um die Saison als Tabellenerster abzuschließen. Was ist euer heutiges Ziel? Ja, drei Punkte noch bei zwei Spielen. Das heißt also, wir müssen heute gewinnen, wenn wir es nicht bis auf den letzten Spieltag alles drauf ankommen lassen wollen. Also Sieg. Gut, dann bedanke ich mich bei Steffen und wünsche viel Spaß beim Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin 2 gegen SV Warnemünde.
Thank you.
7 schon wieder ihre Chancen. Es geht wieder so los.
Thank you.
Clubs.
Thank you.
Thank you.